Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu LA Noir. Wir haben gerade anarchistische Manifeste gefunden und Moskitospiralen. Und wir fahren jetzt mal irgendwo hin. Was jetzt passiert? Warum kriege ich einen Ladebildschirm, wenn ich aus dem Haus rausgehe? Das passiert nicht. Was geht hier vor sich? Was tut er? Hä? Ja, das war total spannend. You can drive. Alright, where to? Fahren wir erstmal zu Ryan. Ich fange mal unten an, ausnahmsweise. Vielleicht war das ja gerade Ryan. Vielleicht haben wir Glück. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich habe das ja schon mal durchgespielt, wie ich euch schon mehrmals gesagt habe. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wer jetzt der Bösewicht da in diesem Fall war. Das kann ich euch leider nicht mehr sagen. Walter aus Fringe. Guten Tag. Are you Matthew Ryan? Who's asking? Detective Phelps and Biggs, Arson Squad. Arson? You heard the man. Well, just put this stuff in the car and I'll be right with you. Irgendwie glaube ich dir nicht. I said, son of a bitch. Nein, du hast nicht Dreckskerl gesagt. Jetzt hier durch die Vorgärten oder was? Those are GI's backyards he's crashing through. The damage is only cosmetic. He's a one-man wrecking ball. Move in. I'll take out the van. Hit me like a wrecking ball. Lay into his wheel well. Come on. Whoa! I'm going to kill those men. They'll get out of the way. Only if they hear him coming. Close in, Phelps. We need to take Ryan down before he hurts somebody. Ja, wir haben schon jemanden überfahren. Noch jemand. Muss er denn hier durch diese Baustellen fahren? So. Jetzt kriegen wir dich. Hoffentlich. Go, go, go. Schieß doch mal. You gotta get me closer. He's got an arson-related assault charge and he's running. Running don't mean nothing. We gotta get this guy in a room before we can get an angle on him. Ja. This ja. Man has got to be stopped. Ich glaube, wir haben ihn gestoppt. Wow. Ich hänge in der Tür fest. Wow. Und schiebe eine Laterne vor mir her. Why did you run, Ryan? I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion of committing a series of arsons. Da-da-da. Aber den haben wir doch relativ schnell bekommen. Obwohl ich ja einmal ein bisschen von der Spur vom rechten Weg sozusagen abgekommen bin und da... Insta-Heat, Phelps. It was their boiler caused the fire. Ja, das weiß ich wohl. You drive. I need to go over the case notes. So, jetzt fahren wir wieder von oben an, sehen wir den Clemens. Wir fahren zum Clemens. Hey, geh doch ums Auto rum, ey. So faul, dass er hier... Ja, darf ich jetzt... Hä? Can you drive to this one? Ja, steig doch rein. You're behind the wheel. Steig ein, Phelps. Meine Fresse. That guy, Phelps. Can you drive to this one? Scheinbar nicht. Kann ich denn einsteigen und fahren vielleicht? Scheinbar auch nicht. So, kann ich jetzt hier einsteigen? Steigt er mit ein. Dann fahren wir mal 3 Meter. Wunderbar. So, einmal hier weg. Und so. Jetzt kannst du fahren, bitte. You drive. I need to go over the case notes. Ist das ein Hin und Her und Hickhack? So. Hollywood Posa. What? Clemens Arbeitsplatz. 7 Uhr, also 19 Uhr. 7 Uhr abends, wollte ich gerade sagen, aber 19 Uhr. Biggs, LAPD. We want some answers and we want them quick. Okay, okay. What's this all about? Just tell me what you want. Tell me what you want. Verbindung zu Varley? You know Reginald Varley?
No? Can't say I do. Anzweifeln. Detroit PD is after Reginald Varley for murder. He wants to run you in for aiding and abetting Clemens. Whoa, 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 whoa. All I know about Varley is he gets kickbacks from some developer. Does their work first. Spreads it around if you can. Okay. Anstellung bei Instaheat. You're licensed and work for Instaheat? I contract for them. So what? Anzweifeln. Instaheat hires arsonists, doesn't it? I've worked as a fitter all my life. Put everything I had into that house. And my fucking mud shark of a wife gets awarded it in the settlement. She's blowing spicks two at a time while I'm at work. And she gets the house. Yeah, I burnt it all right. Set fire to that fucker and watch it burn to the ground. I did my time and I'd do it again. Sorry about the rouse, Clemens. You did the right thing. Who's? All right, Clemens. You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Yeah, let's yeah. Get out of here, Phelps. He ain't our guy. Nee, scheinbar nicht. Gut, dann fahren wir zurück. Instaheat, Phelps. It was their boiler caused the fire. Warum sagst du das immer wieder? You know the way. You can drive. Fahren wir jetzt zu Varley. Where are we headed? Will er mir damit sagen, dass ich wieder zur Instaheat-Fabrik fahren soll? Aber da kommen wir doch gerade erst her. Varley's on the run. He might be packing heat. If he's wanted for murder, I say we take the doubt out of the equation and let him have it. You nervous? It's been a while. You were in combat. In 1917. You know, I never fired my weapon in the line of duty. Okay. That's nothing to be ashamed of. I hope your piece is still serviceable, Herschel. I may be old and out of practice, but I'm still a Marine, Phelps. It would be better for our case if we could bring him in, Herschel. Er hat also im Ersten Weltkrieg gedient. Der Herschel. Varleys Arbeitsplatz, 19.22 Uhr. LAPD, Varley! Stop or I'll shoot! Oh. Ey, so ein gezielter Schuss. Und ich habe ihn gekriegt. Stop or I'll shoot. Ich habe ja gesagt, bleib stehen oder ich schieße. Und dann habe ich geschossen. Was war das denn für eine Anzeige da gerade? Lauf, Cole! Come on, Varley. You can't keep running forever. Ich sollte es vielleicht mit dem Schießen lassen, einfach hinterherlaufen. Das ist vielleicht besser. Reginald, bleib stehen! Was? Hä? Ach, da ist eine Brücke. Ach so. Jetzt hat ein Herschel mich sogar überholt. Ich dachte, das ist einfach so ein kleiner Graben, wo man durchlaufen kann. Go, 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 Phelps. Du bist doch so sportlich. Gib doch mal ein bisschen Gas. Soll ich jetzt im Auto zu Fuß? Das klappt ja super. Okay, diesmal lasse ich es mit dem Schießen und laufe einfach nur. Und laufe auch direkt über die Brücke und alles. Come on, Varley. You can't keep running forever. Ja, er ist gerade erst losgelaufen, aber you can't keep running forever. Nein, 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 das kannst du nicht. Ich glaube, diese Anzeige, wenn sie sich füllt, dann kann ich irgendwie so einen Warnschuss abgeben oder sowas. Lauf, Phelps, lauf! You run all the way from Michigan, Reginald? Komm, gleich haben wir ihn. Drücke wiederholt, Arm niederzureißen. Bitte, zeig es mir. Da. Ich krieg dich! Haha! Nix da, nochmal wegfahren hier. Paff! Auf zu zittern. Why did you run from us, Varley? I'm gonna take a wild guess that you're the same Reginald Varley the Detroit police have an outstanding warrant on.
How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, you're a guest of the city. Arson? You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. Hab nur 3 Versuche gebraucht, um ihn zu kriegen. You're behind the wheel. Dann fahren wir nochmal zu. Where exactly are we going? Ja, wir fahren dahin, wo du seit 3 anderen Fahrten hin willst. Wir fahren nochmal zu Instaheat. Wie gesagt, warum auch immer. Ich dachte, wir hätten da schon eigentlich alles gemacht, was man machen kann in seinem Leben. So, schauen wir mal. Guten Tag. Da können wir nochmal mit dem Freckel reden vielleicht. Dem Manager. Hello, man. Der steht immer noch hier. I gotta swing by the shop, make sure the orders are coming off the line. So if we're done. Also hier düdelt noch die Hinweismusik. Oder täusche ich mich ja gerade? Nee, hier düdelt keine Hinweismusik. Komm aus der Ecke raus, Cole. Komm aus der Ecke raus. Aber hier düdelt Hinweismusik. Noch mal alle Schränke ab. Da war noch was. Ach, den Walter haben wir natürlich gar nicht. Ach, Mist. Gesetz und Autorität. Ein anarchistischer Auftragsbuch geht. 5 Cent. Druck anarchistische Gesellschaft von Los Angeles. Clemens is a fellow traveler. Ja, das kennen wir schon. Dann Ignoranz und Gesellschaft und so die Verwirrung und so weiter. Ihr kennt es doch. Habe ich in der letzten Folge vorgelesen und ich sehe es einfach nicht ein, dann nochmal vorzulegen. Das geht nicht. Ja, ist gut jetzt. Bla, bla, bla. Ja. Mind if I leave you to it? I got work waiting. Ja. Tschö, viel Spaß bei deiner Arbeit. Wir fahren dann mal zur Wilshire Division. Weil da sitzt ja, glaube ich, jetzt der eine Typ ein, wenn ich mich nicht täusche. Der Reginald. You can drive. Alright. Genau. Where to? Zum Wilshire Division Station. Gerätschaft. Komm, Herschel. Go Herschel, go Herschel. Cooler Name irgendwie, Herschel. Mag ich. Mag ich gerne. Ach, bin ich froh, dass wir keine Autohändler mehr befragen müssen. Das war ja ein Desaster damals. Vor X Folgen. So. Mit wem redest du? I have 2 suspects. Phelps, you got nothing. Biggs. Ryan's waiting for you in interview 1. Varley's in 2. Hey, Hopkins. You practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Oh, danke, Herschel. Wenn du eine verdächtigste Fälle, der Fall abgeschlossen. Gut, dann hören wir uns mal. I think he's a bit of a gangster. Wer war in 1? Matthew. Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. Insight Modell 70. You know how to reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. So ein Quatsch. You expect me to believe that, Ryan? I could do it myself. Believe whatever you want, Flatfoot. You're part of the conspiracy. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. Yeah. I think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Barley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. Anarchistische Literatur. So you want to change the world, Ryan?
Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your part? Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Anzweifeln. Last chance, Ryan. You level with me or I'm sending you to the DA. A conviction for sedition and murder will do wonders for his re-election campaign. Nice try. But I got nothing to lose. Vorstrafe wegen Mordversuch. You have a history of violence. I have no such thing. Ja, das ist eine Lüge. You're lying, Ryan. And how exactly are you gonna prove that? Na, mit deiner Polizeiakte natürlich. You were charged with attempted murder, Ryan. It was a court case. No criminal liability was the verdict. They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. Mm-hmm. What would you do? Which company? Asbestos Water Heater Company. That's it for the moment, Ryan. So I can go? Sure. As soon as your red friend stormed the building and carry you out, you'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, knucklehead. Knucklehead? Someone ought to take him home. He's loaded. Okay, then I think Ryan is our man. What's... But procedure says we eliminate all of the suspects. Let's speak to Varley. Yeah. What a skunk. Walking out. Wo ist der andere Interviewraum hier? Hier lang. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Hier? Oh ja. Guten Tag. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this and he'll rat you out. Fuck Ryan, that pinko bastard. Arbeiten am Sawyer-Haus. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. Nah. Why are you lying to me, Varley? If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with Rex like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? How can you prove that I was? Ja, wir haben hier Boiler von Varley gewartet. Your name is on the inside door of their water heater. Okay. You got me there. Yeah. Suburban, yeah, they wanted that guy out. Sawyer kept complaining about not being able to get his heater service, so they threw in a free service as a sweetener. I think you played him, though. Because he still wouldn't sell. Aha. Suburban Wohnbauförderung. Word is, you're in the pocket of some property developer? Never. I got principles. Moment, haben wir denn einen Beweis dazu? Aussage von Walter Clemens. Was ist da für eine Aussage? Achso, ja, dann haben wir die Aussage. How did Suburban put the squeeze on you? Did they find out about your record? There's no way you can link me to Suburban. You're wasting your time. Nein, wir haben die Aussage. Kann ich eigentlich auch so? Nein. Aussage von Walter Clemens. Clemens says you offered to cut him in on the kickbacks they were offering. I'll testify in court. Suburban... They got real time pressure in getting some of the big developments finished. There's some big date that they can't afford to miss. So yeah, I took their money. But so did a lot of guys, all right? Carpenters, electricians, plumbers. It's no big conspiracy. Inside Modell 70. What would reversing the diaphragm of an InstaHeat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Anzweifeln. Give me something, Barley, or I'll put it all on. Scheiße. Hey, look, I could try to pin this on one of the other guys, but I'd just be making something up. We're done for now. So what happens? You're either going back to Detroit to face a murder rap, or you're staying here to answer for these arsons. Nein, Fallgescheiter Verhöre fehlgeschlagen. Nein. Okay, das machen wir nochmal. Aber erst nächstes Jahr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Rutsch und feiert schön. Denn heute müsste
die letzte Folge in diesem Jahr von L.A. Noire sein. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude dabei, Freunde, und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen.